In diesem Video erkläre ich dir alle Elemente in Warframe und ihre dazugehörigen Statuseffekte. Gegen welche Gegner sind sie gut und gegen welche eher nicht. Also im Prinzip diese Tabelle hier. Nur halt so, dass man sie auch ohne Masterabschluss verstehen kann. Die meisten Games haben so um die 4 Elemente. Feuer, Wasser, Eis, Strom und dann halt noch physischen Schaden. Warframe hingegen 4 Basiselemente, Feuer, Eis, Gift und Strom, daraus kombinierbare Elemente, Korrosiv, Gas, Magnetismus, Virus, Explosion und Strahlung, einen besonderen Typen namens Void, der nochmal ganz anders zu bewerten ist. Ach ja, und der physische Schaden ist dann auch nochmal unterteilt in 3 Untertypen, Einschlag, Durchdringung und Schnitt. Klar soweit? Aber keine Sorge, obwohl das vor allen Dingen am Anfang immer recht überwältigend wird, ist es eigentlich relativ easy. Gegner in Warframe haben verschiedene Arten von Gesundheit. Welche das sind, erkennst du an der Farbe ihres Lebensbalkens. Gelb steht dabei für Rüstung, Rot für normale HP und Blau für Schilde. Zusätzlich zu den Schadensboni und Mali gegen die einzelnen Gesundheitstypen kann jedes Element aber auch noch einen sogenannten Statuseffekt auslösen. Ob ein Gegner mit einem Statuseffekt belegt ist, kannst du im Spiel an den kleinen Symbolen neben seinem Gesundheitsbalken erkennen. Was diese Statuseffekte machen, erzähle ich dir natürlich auch. Beginnen wir unsere Liste mit den physischen Schadenstypen: Einschlag, Durchdringung und Schnitt. Das sind die, mit denen die meisten Waffen von Hause aus starten. Einschlag hat einen Bonus gegen Schilde, ist dafür aber weniger gut gegen normale HP. Man könnte jetzt schlussfolgern, dass einschlagstarke Waffen besonders gut gegen Korpus mit ihren starken Schilden sind. Wir werden aber gleich noch sehen, dass es da bessere Alternativen gibt. Außerdem ist der Statuseffekt von Einschlag ein absoluter Horror, da er Gegner zum Zurücktaumeln bringt und da er präzises Headshotten nahezu unmöglich macht. Genau das ist übrigens auch der Grund, warum Einschlag einer der unbeliebtesten Schadenstypen im Spiel ist. Je geringer also der Einschlagsanteil am physischen Schaden einer Waffe ist, desto angenehmer. Das gleiche kann man über Schnitt allerdings überhaupt nicht sagen. Mit Schadensboni hauptsächlich gegen ungeschützte HP und einem Malus gegen Rüstung ist Schnitt einer der besten Schadenstypen in Warframe. Warum? Als Statuseffekt löst Schnitt eine Blutung aus, die bei Gegnern Schaden über Zeit verursacht. Das Beste daran, dieser Blutungsschaden ist reiner Schaden und ignoriert jegliche Rüstungen und Resistenzen der Gegner. Besonders toll gegen stark gepanzerte Gegner im Late Game. Der letzte im Bund wäre der Durchschlagsschaden. Gut gegen Rüstung, schlecht gegen Schilde. Löst Durchschlag einen Statuseffekt aus, wird der Gegner geschwächt und macht eine kurze Zeit lang 30% weniger Schaden. Jeder weitere Durchschlagseffekt erhöht diesen Wert um 5% jeweils bis zu einem Maximum von 75. Das klingt zwar erstmal toll, ist aber in der Praxis kaum merklich und es lohnt sich eigentlich nicht speziell darauf zu modden. Generell solltest du in den meisten Fällen darauf verzichten, physische Schadenstypen per Mod auf deine Waffe zu packen, weil sich Elementarmods hier deutlich mehr lohnen. Bevor wir jetzt allerdings zu diesen Elementen kommen, könntest du ja vielleicht mal darüber nachdenken, ein Abo dazulassen, um keine weiteren hilfreichen Warframe-Guides oder Tutorials mehr zu verpassen. Willkommen in der Community. Wo waren wir? Ah ja, Elemente. Warframe bietet 4 Hauptelemente: Gift, Hitze, Kälte und Elektrizität. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Den Anfang machen wir dabei mit dem coolsten der 4. Kälte hat sehr gemischte Boni. Ohne euch jetzt mit den exakten Prozentwerten oder einzelnen Gegnertypen zuzuballern, lässt sich Kälte am besten wie folgt zusammenfassen. Schlecht gegen Infizierte, aber ganz gut gegen Korpus, da es einen Bonus gegen Schilde und gleichzeitig einen kleinen Bonus gegen Korpuspanzerung besitzt. Der zugehörige Statuseffekt ist eine Verlangsamung der betroffenen Gegner. Und zwar nicht nur auf deren Bewegungsgeschwindigkeit, sondern auch auf die Feuerrate bzw. Angriffsgeschwindigkeit. Ein klassischer Fall von klingt toll, aber unterm Strich nutzlos. Bei Hitze geht es dann aber wieder bergauf. Und zwar nicht nur mit den Temperaturen. Hitze ist toll. Ganz grob gesagt ist Hitze gut gegen alles mit rotem und schlecht gegen alles mit blauem Lebensbalken, aber besonders gut gegen Infizierte. Und da hört es nicht auf. Hitze besitzt ebenfalls einen der besten Statuseffekte fürs Late Game. Nicht nur nehmen brennende Gegner über Zeit Schaden, nein, solange sie brennen, reduziert sich auch der Rüstungswert auf die Hälfte. Eine schnelle und einfache Methode, um steinharte Late Game Grenier um ihre Panzerung zu bringen. Fahren wir fort mit einem weiteren echt nützlichen Element: Gift.
Unbrauchbar gegen so ziemlich alle nicht-biologischen Gegner in Warframe ist es aber das Element gegen Korpus. Erinnert ihr euch noch, als ich eben sagte, dass es was Besseres als Einschlagschaden gegen Korpus gibt? Da wären wir jetzt. Nicht nur hat Gift einen ordentlichen Bonus gegen die roten HP von menschlichen Korpusgegnern, es ignoriert auch jegliche Art von Schilden. Ja, Giftschaden geht durch jeden Schild direkt hindurch. Zwar gibt es einen kleinen Malus gegen Korpus-Roboter, aber zumindest können wir auch hier die Schilde direkt aus der Gleichung streichen. Der Gift-Status-Effekt ist ein netter, aber nicht wirklich spielentscheidender Schaden über Zeiteffekt, ähnlich wie bei Hitze. Das letzte Basiselement ist Elektrizität. Gut gegen Korpus-Roboter, aber schlecht gegen Korpus-Panzerung und daher meiner Ansicht nach viel zu situationsbedingt, um wirklich von Nutzen zu sein. Der Statuseffekt richtet ebenfalls Schaden über Zeit an, das aber nicht nur beim Ziel selbst, sondern auch bei allen Gegnern in einem 3 Meter Radius und stunt diese auch noch. An sich ein netter Effekt, aber da der Schadenstyp selbst nicht wirklich zu gebrauchen ist, erübrigt sich das von alleine. Fassen wir vor den Kombi-Elementen aber nochmal kurz zusammen, was wir bisher gelernt haben. Schnitt ist der einzige physische Schaden, der wirklich Potenzial hat. Waffen mit viel Schnittschaden, hoher Statuschance eignen sich perfekt für starke Endgame-Blutungsbuilds. Durchdringung ist, well, vorhanden und Einschlag ist doof. Bei den Basiselementen ist Hitze nice gegen infizierte und gegen gepanzerte High-Level-Gegner, Gift super gegen Korpus und die anderen beiden kannst du getrost vergessen. Ach ja, und wenn du übrigens auf den Like-Button unter diesem Video klickst, bekommst du einen 100%igen Damage-Boost auf alles. Welches ist denn eigentlich dein Lieblingselement und warum? Schreib's mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Wahrscheinlich wird es eines der folgenden Elemente sein. Wenn du in Warframe zwei Basiselemente auf deiner Waffe hast, kombinieren sich diese zu einem der folgenden Kombi-Elemente. Strahlung ist die Kombination aus Hitze und Elektrizität. Sehr stark hauptsächlich gegen gepanzerte Korpuseinheiten und damit extrem beliebt im Index. Dafür aber auch komplett nutzlos gegen so ziemlich alles andere. Löst du einen Statuseffekt aus, wird der betroffene Gegner verwirrt und fängt an, seine eigenen Verbündeten anzugreifen. Klingt lustig, ist auch lustig, aber leider tatsächlich wenig nützlich. Gleiches gilt für Magnetismus. Die Kombination aus Kälte und Elektrizität ist besonders stark gegen Schilde, aber schwach gegen Korpusrüstung. Das bedeutet, dass Magnetismus alleine nicht ausreicht, um dich durch eine Korpusmission zu führen. Und außerdem, warum Bonusschaden an Schilden machen, wenn wir sie mit Gift doch gleich komplett ignorieren können? Du siehst also, dass Magnetismus im Warframe wirklich nichts verloren hat. Der Statuseffekt, der dazu führt, dass Schilde zusätzlichen Schaden nehmen, hilft da dann auch nicht. Und der Negativtrend endet nicht beim Magnetismus. Auch Explosion ist so ziemlich zu nichts zu gebrauchen und hat zusätzlich noch einen Statuseffekt, der Gegner in einem gewissen Umkreis zu Boden wirft und danach unpräziser werden lässt. Mit dem zu Boden werfen haben wir dann sogar noch einen schlimmeren Headshot-Killer als Einschlag. Lange Rede, kurzer Sinn, Finger weg von Explosion. Aber keine Sorge, nicht alle Kombi-Elemente sind schlecht, ganz im Gegenteil. Die nächsten drei gehören zu den besten Elementen in ganz Warframe. Korrosiv erhält einen massiven Schadensbonus gegen fast alle Grenier-Einheiten und gegen gepanzerte Infizierte. Korrosiv-Statuseffekte reduzieren Stück für Stück die gegnerische Rüstung und stellen damit neben der Hitze die zweite große Möglichkeit dar, dick gepanzerte Endgame-Bösewichte zu knacken. Gas ist der Infizierten-Killer schlechthin. Hitze ist stark gegen Infizierte. Das stimmt. Gas hingegen setzt den Boni von Hitze noch einmal die Krone auf und schneidet durch infizierte Horden wie ein heißes Messer durch Butter. Noch dazu kommt, dass Gas beim Statuseffekt eine Gaswolke erzeugt, die bei Gegnern in einem Radius von 3 Metern zusätzlichen Schaden verursacht. Und last but definitely not least, das beste Element in ganz Warframe. Virus. Viraler Schaden erhält einen Bonus gegen menschliche Gegner mit roten HP. Und du wirst feststellen, dass das echt nicht so viele sind. Warum ist Virus dann so gut? Wegen dem Statuseffekt. Der erste Viruseffekt pro Feind sorgt dafür, dass der betroffene Gegner doppelten Schaden nimmt. Ja, doppelten Schaden durch alles. Aber das war's noch nicht. Genau wie viele andere Statuseffekte lässt sich auch Virus bis zu 10 Mal stapeln. Mit 10 Viruseffekten auf einem Gegner kannst du so deinen Schadensoutput mehr als vervierfachen.
Kombinier das mit einer Waffe, die Flächenschaden macht, und schon hast du im 0, nichts den gesamten Raum so sehr geschwächt, dass einmal Niesen ausreicht, um alle Schurken aus den Latschen zu hauen. Zusammengefasst lässt sich also Folgendes festhalten. Gegen Grineer im Low- bis Mid-Level-Bereich ist Korrosion die einzig richtige Wahl, da die Rüstungswerte hier noch so niedrig sind, dass wir uns nicht groß darum Sorgen machen zu brauchen. Im Late-Game verwenden wir hier aber lieber eine Kombination aus Virus und Hitze, um zu schwächen und gleichzeitig die Rüstung zu halbieren. Jede starke Blutungswaffe in Kombination mit Virus funktioniert aber auch bestens. Korpus sind vielfältiger als Grineer, daher gibt es hier nicht die eine Herangehensweise. Ich persönlich empfehle Gift mit einer Zweitwaffe, die Strahlungsschaden verursacht, falls du mal auf einen stark gepanzerten Korpus triffst. Magnetismus brauchst du wegen des Gifts nicht, Virus funktioniert aber zum Schwächen bei Korpus auch einwandfrei. Die Infizierten sind am einfachsten, da hier Gas die einzig richtige Entscheidung ist. Im High-Level-Bereich und auf Deimos solltest du aber vielleicht noch eine Korrosionswaffe mit etwas Hitze in der Hinterhand halten, da gepanzerte Fieslinge auch bei Infizierten mit steigendem Level häufiger vorkommen. Das Element Void sparen wir uns an dieser Stelle aus Spoilergründen und weil es im Zuge der Hauptstory sowieso zur rechten Zeit erklärt wird. Wenn du jetzt noch einen Komplettguide zu dieser Story sehen möchtest, der dir alles Wichtige auf deiner Reise durch Warframe erklärt, dann klick unbedingt hier. Ansonsten sieht man sich.